Die Landwirte in diesem Lande fürchten um ihre Existenz. In Hannover sind über 2000 Schlepper durch die Stadt gefahren. Und es ist sicherlich aufgefallen, es sind vor allen Dingen junge Menschen gekommen zu diesen Demos, die dafür eintreten wollen, ihre Zukunft zu gestalten. Sie sind gekommen, um dieser landwirtschaftsfeindlichen Politik die Stirn zu bieten. Und die Existenzängste, auch das haben Sie offen bekannt in Ihren Reihen, sind so groß wie noch nie. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger, jahrelanger jedenfalls Politik von Schwarz und Rot in Berlin und in Hannover, meine Damen und Herren. Das muss man sich mal klar machen. Herr Kollege Lies, wenn Sie dann, weil die jungen Landwirte sich vor allen Dingen auch vom Bauernbashing bedroht fühlen und dem schlechten Image, wenn Sie dann von kaputten Böden und belastetem Wasser völlig zu Unrecht sprechen, dann öffnet natürlich das dem Bauernbashing Tor und Tür. Walfall hat ja nun vor Ort Chinas gekriegt bei der Demo. Frau Staudt hat es angesprochen für ihre Forderung. Frau Merkel müsse die Agrarpolitik zur Chefsache machen, weil, wie Top Agrar schreibt, Frau Klöckner und Frau Schulze überfordert seien nach ihrer Auffassung. Das ist sicherlich richtig. Und Frau Ministerin, dieser Hilferuf von Ihnen, der macht ja sehr deutlich, dass auch Sie sich dem Ganzen hilflos ausgesetzt fühlen. Sie sind ja in vielen Punkten völlig anderer Meinung als Ihre Kollegin im Bund. Und hier sagen Sie nun, um dieses gravierende Problem zu lösen, da muss die Kanzlerin ran. Frau Klöckner hat ja, und das ist sicherlich die Spitze der unsäglichen Aussagen, gefordert, die Sozialleistungen für unsere Landwirtsfamilien zu kürzen. Wenn die EU denn Deutschland verurteilen sollte wegen Verunreinigung des Wassers. Meine Damen und Herren, eine so hundertprozentige Schuldzuweisung an die Landwirtschaft hat es sonst noch nie gegeben. Die Frau ist wirklich untragbar als Landwirtschaftsministerin, meine Damen und Herren. Und werter Kollege Lies, wenn Sie dann das Problem der Abwässer, die ungeklärt in die Flüsse entlassen werden, der Mischwasserkanäle, der sehr schlechten Leistungen unserer Klärwerke in der Abwasserreinigung, was Experten zusammengerechnet haben zu 3,1 Millionen Kilogramm Stickstoff, die aus den Klärwerken in die Flüsse gehen, dann ist das auch ein Aspekt. Und das ist Ihr Job, das wäre Ihr Job, den Sie machen müssten. Wir könnten damit zigtausende Hektar Ackerland düngen mit diesen Nährstoffen. Das alles negieren Sie. Nur die Landwirtschaft ist schuld nach Auffassung dieser Regierung. Dann eine Düngeverordnung, die eine Unterdüngung und damit eine Mangelernährung von Pflanzen vorschreibt. Die nutzt nicht der Umwelt, die sorgt eher dafür, dass unsere Böden in ihrem Zustand verschlechtert werden und dass die Austräge nicht geringer werden, sondern eher mehr. Die Landwirtschaft tut, was sie nur kann, aber es wird nicht anerkannt. Es wird eine verschärfte Düngeverordnung in den Raum gestellt, für die es keine fachliche und sachliche Rechtfertigung in dieser Form gibt. Und wenn Sie dann in Ihrem Agrarpaket Pflanzenschutzverbote aussprechen wollen in Schutzgebieten, Herr Minister, Sie haben das ja wiederholt, Herr Minister Lies, das ist genauso, als wenn Sie die Medizin für die Menschen verbieten wollen und dann automatisch davon ausgehen, dass trotzdem alle gesund sind. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Machen Sie Insektenschutz mit den Landwirten. Weisen Sie zusätzliche neue Programme auf für Blühstreifen. Wir machen im eigenen Betrieb zig Hektar Blühstreifen. Wir tun was für den Insektenschutz. Schuld ist immer nur die Landwirtschaft.